Wir schalten live ins Hohe Haus zu meinem Kollegen Johannes Schwitzer. Führen Sie ihn, was steht denn heute beim U-Ausschuss am Programm? Ja, heute werden als erste Auskunftspersonen zwei ehemalige Staatskommissarinnen aussagen. Sie waren sozusagen die Aufpasser der Republik in der Hypo Alpe Adria. Sie wird man natürlich fragen, haben Sie womöglich etwas übersehen? Haben Sie Ihre Pflichten vernachlässigt? Ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass die Abgeordneten diesen beiden Expertinnen nicht gerade zimperlich umgehen werden, jetzt, wo es endlich losgeht. Nun wurden die Vorgänge rund um die Hypo ja schon mehrfach durchleuchtet, Stichwort auch der Gries-Bericht. Aber nun gibt es diesen Ausschuss. Was ist von dem denn zu erwarten? Das stimmt, es gibt den Gries-Bericht, es gibt auch einen Rechnungshofbericht dazu. Es wurde also schon viel untersucht. Aber ich denke, das kann auch eine ganz gute Basis sein, auf der man aufsetzen kann, von der aus man genauer nachfragen kann. Vor allem die Frage, welche Entscheidungen, warum welche Entscheidungen so getroffen worden sind und nicht anders. Die wurde bisher kaum gestellt, diese Frage. Also ich denke, man kann sich hier in den nächsten Monaten schon einiges an Neuerungen und neuen Aufklärungen erwarten. Danke, Johannes, für diesen Live-Bericht.